Für eine Firma ein Depot zu eröffnen, ist gar nicht so einfach. Aber es gibt einen Anbieter, der das für alle Unternehmensformen anbietet, nämlich Finvesto. Und wie das genau funktioniert, das Depot für ein Unternehmen, eine GmbH oder eine Einzelfirma zu eröffnen und was du dann mit diesem Depot machen kannst, das erfährst du heute in diesem Video. Viel Spaß! Errol, schön, dass du da bist. Heute hier in München im Studio von Extra ETF zu einem Thema, wo ich ganz ehrlich bin, auch ein persönliches Interesse dran habe. Es geht um das Eröffnen von Firmendepots und da kann ich nachher dann auch ein bisschen erzählen. Da hatte ich schon die eine oder andere Erfahrung, nicht so positive Erfahrung. Und da haben wir gedacht, als ihr dann gesagt habt, ihr habt da ein Angebot, da muss ich dich unbedingt zum Gespräch mal einladen. Schön, dass du da bist. Ja, super. Vielen Dank, Markus. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Fangen wir doch mal gleich an mit dem Thema. Warum ist es so interessant für ein Unternehmen, ein Depot zu eröffnen? Weil, wenn ich jetzt an meine eigene Firma zum Beispiel denke, wir haben Cash auf dem Konto, brauchen wir ja auch, um Rechnungen zu bezahlen. Aber warum jetzt auch noch zum Beispiel Geld anlegen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn du sagst, du hast Cash auf dem Konto, ist es wahrscheinlich möglicherweise nicht verzinst. Sehr wenig verzinst, ja. Oder sehr wenig verzinst. Und da gibt es Möglichkeiten, gerade wenn du jetzt das Liquide brauchst, also weil du vielleicht Gehälter zahlen möchtest oder sonstiges, dass du dann dieses Geld auch vom beispielsweise als Tagesgeld anlegen kannst oder als Festgeld, wenn du das ein bisschen länger anlegen könntest. Und das ist wichtig, glaube ich, dass man das im Hinterkopf behält, dass man diese Möglichkeiten hat, auch als Firma, nicht nur als Privatperson. Und du profitierst letztendlich von Zinserträgen, die du lässt dein Geld sozusagen für dich nochmal arbeiten, bevor du es nochmal reinvestierst. Ja, ich kann mich erinnern, als ich selbstständig gemacht hatte, da unser Geschäftskonto ist immer noch seit 17 Jahren bei der Commerzbank. Ja. Und da gab es damals ein Produkt, das hieß irgendwie Tagesgeldkonto Schlag mich tot. Und da gab es 4%. Und das war dann eigentlich ganz angenehm. Da hat man halt einfach 4% bekommen. Das gibt es jetzt heute noch nicht. Aber es ist natürlich schon dann ein Zusatzeinkommen, was man halt einfach hat. Absolut. Ja. Vielleicht bei uns momentan nicht ganz so viel. Da wären es 2,75, aber es ist immer noch wahrscheinlich mehr. Damals war ja auch das Zinsniveau anders. Ja, da war das Zinsniveau natürlich nochmal deutlich höher. Die Inflation auch. Die kommt jetzt langsam wieder zurück. Die Zinsen gibt es aber allerdings immer noch, was ganz attraktiv ist, weil damit kommst du einfach auch mit einer positiven Verzinsung raus. Mhm. Und gleichst nicht nur die Inflationsverluste aus. Und dann haben wir, weil das jetzt dieser kurzfristige Aspekt ist, wo du sagst, du brauchst liquide Mittel, die brauchst du aber immer im Zugriff, haben wir natürlich noch eine andere Variante, wenn du Vermögen aufbauen willst für spätere Zwecke. Also ich kann mir jetzt vorstellen, irgendwie vielleicht eine Dachsanierung oder irgendeine Anschaffung für Betriebsmittel, die du dann eh planst, in einem gewissen Zeitraum. Da kannst du Geld dann auch längerfristig zurücklegen. Da gibt es andere Lösungen. Auch das, wo du ja auch speziell dich spezialisiert hast mit deiner Firma, in ETFs direkt anzulegen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Form, auch für betriebliche Anleger. Und da haben wir ein ganz breites Spektrum, das wir zur Verfügung stellen können. Wenn jetzt Kunden von euch, also klassische Firmenkunden, dann so ein Depot haben, ist das dann so, dass die wirklich in ETFs und so investieren? Also ist es dann vergleichbar wie mit einem Privatanlegerdepot, also MSCI World und solche Sachen? Oder? Ist tatsächlich vergleichbar. Ja, okay. Ist tatsächlich wirklich so. Denn was du privat auch kennst oder auch nutzt, würdest du jetzt vielleicht unter Umständen auch für deine Firma nutzen wollen, weil du da schon überzeugt bist, du auch schon Erfahrung gemacht hast. Mhm. Und es ist ja sehr einfach, auch bei uns jetzt in diese Instrumente zu investieren. Also sozusagen anzulegen, wieder abzurufen, ist überhaupt kein Problem, geht alles digital. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn du bestimmte Vorhaben planst, möglicherweise auch dieses Geld einfach nochmal für dich arbeiten zu lassen, anstatt jetzt das irgendwo brach auf dem Konto liegen zu lassen, bis du es abrufst. Ja, wenn ich jetzt ein Depot eröffnen würde als Firma, also wir können auch mal vielleicht ein Beispiel machen, ja, die Firma Isarvest, wir arbeiten ja unter dem Namen Extra ETF, aber die Firma heißt Isarvest, müssen wir irgendwann mal umbenennen. Also die Isarvest GmbH ist eine GmbH und ich würde jetzt ein Konto gern bei euch eröffnen. Jetzt bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter. Ich kenne natürlich eine Depoteröffnung von einem Privatkonto, also gehe auf eine Webseite, trage meine Daten ein. Aber eine GmbH ist ja eine eigene Rechtsperson. Wie läuft das da dann ab? Richtig, wie du schon gesagt hast, eigene Rechtsperson, eine juristische Person. Du hast natürlich auf der einen Seite die Informationen zur GmbH, die du brauchst, also Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag und so weiter. Und natürlich die anderen Informationen zu den handelnden Personen. Mhm. Das sind immer Privatpersonen, die dahinter stecken, in dem Fall ja du. Und wir sind natürlich als Bank verpflichtet, das so
aufzusetzen, diese Depotführung oder auch die Kontoführung, dass natürlich für Dritte es klar ist, wer ist hier handelnde Person, wer ist wirtschaftlich Berechtigter. Mhm. Und dafür brauchen wir einige Unterlagen von dir, die wir dann im Rahmen der Depoteröffnung reinholen. Der Vorteil, glaube ich, bei uns ist ganz klar, dass wir hier mit meinem Team zusammen dich vom Anfang bis zum Ende dieses Prozesses begleiten. Mhm. Ja, also du wirst nicht allein gelassen, hier sind die Unterlagen und dann that's it, viel Spaß. Nein, sondern du kannst wirklich mit uns im Team jeden Schritt einzeln durchgehen und wir schauen auch, dass das vom Anfang bis zum Ende begleitet ist. Mhm. Bis du dann deine Zugangsdaten bekommst, bis du dann loslegen kannst und dann sind wir natürlich nicht weg. Ja? Du hast ja die Kontaktdaten von uns, ja? Ja. Sondern wir sind noch da. Und wir unterstützen dich auch bei anderen Vorhaben. Ja? Also wenn jetzt, das Beispiel war ja so schön fließend bei uns. Wir haben ja Privatkunden als auch Geschäftskunden und beides kannst du natürlich auch in Person sein. Du kannst dein Geschäftskonto genauso führen wie dein privates Depot oder das Depot für deine Kinder. Oder du hast noch Bekannte und Verwandte, die du sagst, Mensch, die sollten längst anfangen mit Investitionen. Mhm. Da kannst du natürlich dann auch loslegen. Und jetzt von dem Produkt nochmal. Jetzt hattest du schon gesagt, Tagesgeld, Festgeld. Das ist quasi die Cash-Komponente, wo es halt verschiedene Zinsangebote dann gibt. Genau. Ja, die cool. Schwanken wahrscheinlich auch je nach Zinsniveau am Markt, logischerweise. Ja. Ja. Dann das Depot. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch Fintego bei euch, also Vermögensverwaltung. Das könnte ich theoretisch als Firma auch machen. Genau, könntest du auch machen. Da hättest du natürlich den Vorteil, dass du nicht selber die Instrumente aussuchen müsstest. Wir unterstützen dich da auch. Also wenn du es selber machen möchtest, haben wir beliebtesten Listen bei uns auf der Homepage integriert, wo du letztendlich ganz leicht herausfindest, was ist denn da so jetzt am beliebtesten momentan. Die ziehe ich mir raus, die ETFs beispielsweise. Du kannst aber natürlich auch uns ein Mandat erteilen über Fintego und dann läuft das Ganze über eine Vermögensverwaltung. Da gibt es dann verschiedene Risikostufen, ja, von ganz optimistisch bis sehr defensiv. Und der Vorteil ist halt, du kriegst natürlich im Rahmen der Vermögensverwaltung auch ein laufendes Reporting, du hast eine Verlustschwellenüberwachung, eine automatisierte und du hast natürlich auch mit uns wiederum direkte Ansprechpartner, wenn du irgendwelche Vorhaben umsetzen möchtest, in welche Richtung es auch immer geht. Und was machen die Leute am meisten? Jetzt die Firmenkunden, meine ich? Ja, Firmenkunden ist sehr interessant, nutzen also ein Unternehmer, sage ich mal, mit einem Unternehmertum, mit einer gewissen Erfahrung, auch als Privatanleger, ist sehr stark mit dem FMSO-Depot, also Investment-Depot unterwegs und sucht sich seine Aktien selber aus. Favoriten seine selber aus. Genau. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein momentan so der Trend. Wir sehen aber auch, dass es viele Firmeninhaber gibt, die einfach die Zeit nicht haben. Ja. Die sind natürlich mit dem Unternehmen beschäftigt, ist auch logisch. Und die wollen eigentlich im Grunde genommen jemanden haben an der Seite, der professionell die Anlage verwaltet. Mhm. Und damit bieten wir beide Felder komfortabel an, die du auch nutzen kannst, komplett digital. Und das sind dann aber von der Kundengruppe wahrscheinlich eher, ich sage jetzt mal so Firmen wie meine, kleinere, mittelständische Unternehmen oder habt ihr jetzt einen DAX-Konzern, der bei euch Kunde ist? Als klassische B2B-Bank, die wir sind, ja, haben wir natürlich die ganz Großen auch bei uns als Kunden. Unser Angebot, das wir jetzt sozusagen neu geschaffen haben, ja, das sind ja so drei Depot-Varianten, die wir geschaffen haben, richten sich eher an Einzelunternehmer, aber natürlich auch an Kapitalgesellschaften, an Personengesellschaften. Mhm. Es richtet sich an Vereine, an Stiftungen, Genossenschaften, auch Hauseigentümergemeinschaften können bei uns ein Depot eröffnen. Mhm. Also das Spektrum ist bei uns wirklich sehr, sehr weit gefasst. Mhm. Da machen wir keine Einschränkungen. Und dann hat dann jedes Rechtsorgan ihre eigenen, sage ich jetzt mal, Dokumente, die sie halt dann vorlegen müssen. Genau, genau. Also die wissen es ja in der Regel eigentlich, oder? Also ja, nicht. Es ist schon, es ist nicht ganz trivial. Also wer noch gar keine Erfahrung sammeln durfte in dem Bereich, der hat es, glaube ich, nicht unbedingt im Blick und ist erstmal verwundert und schockiert, dass er so viel einbringen muss. Mhm. Aber das ist halt nun mal die Regulatorik, wir kommen da nicht raus. Es macht auch Sinn, wir wollen ja auch nicht irgendwelche Geldwäschetätigkeiten unterstützen. Also deswegen ist es absolut okay, dass wir das machen. Und da gibt es so ganz Findiges bei uns auf der Homepage. Mhm. Wir haben da nämlich so eine Checkliste eingestellt, wo jeder nach seiner Unternehmen suchen kann, GmbH, KG, OHG, was auch immer, und kriegt dann die
Dokumente angezeigt, die wir auf jeden Fall benötigen für die Eröffnung. Ja, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Und der Verein, der muss dann alle Vereinsmitglieder da irgendwie zur Unterschrift vorbeischicken. Nee, das zum Glück nicht. Ja, also so dramatisch ist es nicht. Mhm. Wir haben natürlich auch für Vereine die so aufbereitet, die Unterlagen, dass klar ist, was wir brauchen. Und das geht relativ schnell und einfach. Also das ist kein großes Problem. Und bei diesen drei Depotmodellen, die wir da anbieten, ist es ja so, das hängt natürlich von dem Unternehmer ab, der jetzt sozusagen damit startet. Es gibt einige, die vielleicht sagen, ich möchte jetzt erstmal regelmäßig Kapital aufbauen, ähnlich wie ein Sparplan, der dann Geld zur Seite legt und vielleicht erstmal nur eine Depotposition braucht. Mhm. Ja, da ist es dann ganz, ganz einfach, das Finvesto-Depot, das wir heute schon für Privatanleger anbieten, ja, das kann er dann eröffnen, kostet auch nur 5 € im Quartal. Und wenn es dann darüber hinausgeht, also sozusagen nach dem Sparplan so ein paar Unternehmungen anstehen, wo ich sage, ja, da würde ich die Position wählen und da die Position, dann sind es vielleicht 5, 6, 7, 8 Positionen mehr, dann erhöht sich der Preis von 5 auf 9 € pro Quartal, also immer noch überschaubar, ist aber alles für diesen Kundenkreis gedacht, die sozusagen keinen hohen steuerrelevanten Aufwand haben. Mhm. Ja, weil es gibt leider Unternehmungen, das heißt leider, sagen wir mal andersherum, es gibt Unternehmungen, wo es anders ist, da wissen die Unternehmenslenker das auch, könnte auch bei dir so sein, wo auch ein Steuerberater dran muss. Das ist ja eine Bewertungsfrage auch wahrscheinlich, oder zu welchem Stichtag es wie bewertet wird und genau, wo man unterschreiben kann. Absolut richtig, ja. Und dann hast du natürlich einen höheren Aufwand, wir erstellen dann die sogenannte Bilanzwertaufstellung für dich, zu deinem Bilanzstichtag, also es ist nicht irgendwie 1.1. bis 31.12., sondern es kann 1.3., 1.5. bis Enddatum sein. Und das erleichtert natürlich auch deinem Steuerberater wiederum die Arbeit, weil sonst muss der das nämlich selber herauswieseln anhand deiner Kontoauszüge. Und wenn da mehr Aufwand verbunden ist, kannst du dir vorstellen, dass der, weil er auch Unternehmer ist, natürlich mehr verlangen muss. Klar. Ja, also das. Aber man sollte wahrscheinlich eher nicht so, ich sage mal, Ultra-Short-Trading rein oder raus machen, dann wird es kompliziert. Dann wird es heftiger, ja, das stimmt. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das Unternehmensdepot sollte so als digitale Wertpapier-Spardose gesehen werden, oder? Und auf jeden Fall. Und du hast mit diesem Konzept natürlich auch und den Möglichkeiten, die sich jetzt mittlerweile im ETF-Markt ja anbieten, unheimlich schöne Differenzierungsmöglichkeiten. Mhm. Also wo legst du Schwerpunkte auch? Und damit kannst du es natürlich auch vorantreiben. Und bei diesem Premium-Depot, was wir so anbieten, das ist natürlich etwas teurer als das normale Depot. Das kommt so um die 24 € im Quartal. Da hast du aber neben der Bilanzwertaufstellung auch nochmal spezielle Depotauszüge mit entsprechenden Steuerinformationen. Mhm. Und was wir auch anbieten, was auch oft bei uns vorkommt, ist, dass du, wenn du digital handelst, unter Umständen nicht alleine handeln darfst. Mhm. Also bist dann in dem Fall nur mit Vertretungsberechtigten. Genau, mit Vertretungsberechtigten. Und dann wird es natürlich interessant. Das haben wir auch digital gelöst. Mhm. Das heißt, wir haben so ein 4-6-Augen-Prinzip. Und du kannst dann digital in diesem Rahmen das freigeben und musst nicht irgendwelche Zettel unterschreiben und irgendwie reinfaxen oder was auch immer. Der eine Geschäftsführer ist offensiv, der andere defensiv und dann drückt der eine dem anderen gegenseitig. Oder drückt es wieder weg, genau. Ja, genau. Nein, das nicht. Ja. Genau, sowas, ja. Aber das ist dann aber klar, schön. Das sind dann natürlich Services, die man braucht, weil das sind ja Fragestellungen in der Tat. Also wenn zwei Leute nur gemeinschaftlich verfügen dürfen, dann muss es ja irgendwie auch gelöst werden. Ja, absolut, absolut. Also da ist es ganz wichtig, dass du da natürlich die Flexibilität auch hast und auch in unserer heutigen Zeit da wirklich digital das abschließen kannst, ohne dass du jetzt irgendwie großen Aufwand hast. Was du ja als Unternehmer in der Regel zeitlich eh nicht mit drin bringst. Ja, ich kann ja auch sagen nochmal, wo ich selber, also meine Geschichte mit meinem Firmenkapital war so, dass ich mir als die Zinsen niedrig waren, da waren wir ja froh, wenn man, zum Schluss habe ich dann noch Negativzinsen gezahlt, ja, aber man war ja eigentlich froh, wenn man mal nichts bezahlt hat, aber dann die letzten schlimmen Monate sozusagen, da ist es dann auch irgendwann mal eingeführt worden. Mhm. So, und dann war ich dann auf der Suche nach einer Verzinsung, ja, und das war dann wirklich nicht so einfach.
die Bank, wo ich vorhin erwähnt hatte, die wäre halt extrem teuer gewesen bei der Wertpapierausführung. Mhm. Ich wollte eigentlich nur eine Bundesanleihe kaufen, hohe Sicherheit und ein bisschen Ertrag, so kurz laufen. Ja. Das war dann einfach unattraktiv. Mhm. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und dann gab es keine so richtigen Angebote. Deswegen war ich jetzt ja so interessiert, dass du das gesagt hattest, dass ihr das anbietet. Ja. Weil ich kenne euch ja von Privatkundengeschäft her, da testen wir ja auch eure Angebote. Mhm, genau. Und für die Firmen ist es, finde ich, wirklich nicht so, sagen wir mal, es ist entweder ein sehr manueller Prozess. Ich meine, wir haben jetzt über den Prozess gesprochen, der ist jetzt auch nicht 100% digital. Das aber, aber bei vielen ist er halt noch schlimmer sozusagen, ja, der Prozess. Gleichzeitig habe ich aber dann noch die Reporting-Funktionen mit dabei. Und das ist natürlich schon attraktiv dann. Ja. Absolut. Und du kannst aus 10.000 Fonds wählen, davon allein 1.500 ETFs. Also du hast wirklich ein ganz breites Spektrum. Der Preis ist immer gleich. Ja, wir verlangen ja 0,2% pro Umsatz. Mhm. Manchmal haben wir da auch nochmal Aktionen geschaltet. Das heißt, du kriegst es dann für 0,0%, also du zahlst gar nichts. Und ich glaube auch, der Depotpreis ist überschaubar. Wenn man es bei Geschäftsbanken anschaut, das wird natürlich ihr Umfang einfach teurer. Ja, da kosten ja manchmal die Buchungen ja allein schon was. Ja. Genau. Aber dann nochmal kurz, weil das ist vielleicht gar nicht richtig rausgekommen. Genau, ihr habt drei Depotmodelle. Genau. Und jedes dieser Modelle hat eine Quartalsgebühr sozusagen. Genau. Und die war, glaube ich, 5 Euro im niedrigen Bereich und 24,95 im teuren Bereich. Mhm. Und dann, damit ist aber sozusagen alles pauschal abgedeckt, bis dann auf die Transaktionen, die ich mache. Also sprich, es fallen keine sonstigen laufenden Gebühren für irgendwelche Bescheinigungen oder sowas an. Korrekt. Nur wenn ich dann eine Transaktion mache, dann habe ich halt die 0,2%. Genau, ja. Absolut richtig. Ja. Ja. Okay. Und wenn du dieses Aktionen noch mitmachst, dann zahlst du dann gar nichts. Genau. Und da muss ich halt nur dranbleiben und gucken, dass ich dann lohnt sich immer. Genau. Immer auf unserer Homepage, genau. Genau. Ja, und jetzt, ja, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, ja, warum ist es im Verhältnis gesehen, bei einem Depot dann so komplex ein Depot zu eröffnen? Ja, weil es eben verschiedene Vertretungsberechtigte sind, die und Variablen sind sozusagen in der Gesellschaftsform, die halt alle irgendwie abgedeckt werden müssen. Genau, absolut richtig. Und du hast natürlich jetzt schon einen deutlich erhöhten Aufwand, also auf beiden Seiten. Du hast einen Aufwand, aber auch wir im Eröffnungsprozess, weil wir einfach so viele Dokumente brauchen. Aber ich glaube, der Vorteil ist wirklich, wir unterstützen dich ja dabei. Weißt du, du bist nicht alleine, also kriegst irgendwie eine E-Mail und das war's, sondern du kriegst wirklich eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner und die kümmern sich wirklich von Anfang bis zum Ende darum, dass du dann auch wirklich zu den Unterlagen kommst, dass du deine Eröffnungsbestätigung bekommst. Und wenn du dich dann eingeloggt hast und da auch noch eine Unterstützung brauchst, dann hast du ja schon direkt einen Ansprechpartner. Das ist schon und ich glaube, für euch ist es auch ein attraktiver Kunde, oder? Also ist so ein Schnitt Unternehmensdepot deutlich größer als Privatanlegerdepots? Ja, im Schnitt ist es so. Also im Schnitt haben die Unternehmer deutlich mehr Kapital, das sie unterbringen wollen. Kannst du das sagen oder ich weiß nicht, ob das geheim ist? Also es ist jetzt von denen, was wir bisher erfahren haben, um die 100.000 Euro. Mhm. Ja, das der Privatanleger wahrscheinlich so 30.000, 40.000. Eher sowas in der Richtung, genau. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und wir haben ja jetzt unsere Tagesgeld, auch unsere Festgelder so aufgeschraubt, dass du ja bis zu 10 Millionen anlegen kannst. Also man muss nicht im unteren Segment sich befinden. Also wir haben auch sehr solvente Kunden hier bei uns auf dem Kanal und Zuschauer. Da ist bestimmt einer dabei, der da 10 Millionen auf dem Konto hat. Ja. Und dann bei euch das als Festgeld oder Tagesgeld anlegen kann. Dann gern her damit, ja. Ja, sehr, sehr gut, ja. Ich bin wirklich gespannt, auch wie das angenommen wird, das Angebot. Weil ich kann da einfach aus der Erfahrung sagen, es gibt, wenn man da so ein bisschen guckt, es gibt verschiedene Angebote. Oftmals sind es dann auch nicht deutsche Banken, die da als Abwicklungsplattform dahinter stehen. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal ein Thema. Und das ist ja bei euch alles gegeben. Und ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Eine Depotöffnung hast du nicht dabei, oder? Depotöffnung habe ich digital dabei. Ja, dann müssen wir jetzt nachher noch ein Depot schnell aufmachen. Ja, das kann man gerne machen. Sehr gerne. Alles klar. Ja, vielen Dank, Errol, für den kleinen Exkurs zum Thema Firmendepot. Sehr gerne. Und wünsche euch natürlich viel Erfolg und viele solvente Kunden, die da reinsprudeln. Die kriegen wir. Aber vielen, vielen Dank auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Perfekt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war das Gespräch mit Errol Jamark von Finvesto zum Thema Firmendepot-Eröffnung. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von den Schritten, die man durchlaufen muss, um dann wirklich ein Depot zu eröffnen und den ersten ETF in das Depot zu kaufen. Wenn ihr euch über dieses Thema weiter informieren wollt, dann findet ihr in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Links. Einmal zu einem Artikel, den wir auf Extra ETF in unserem Wissensbereich darüber geschrieben haben. Und auf der anderen Seite natürlich der Link zu Finvesto, wo ihr euch über das aktuelle Angebot dann in Ruhe informieren könnt.
Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr bei der Eröffnung eines Firmendepots gemacht habt. Bin schon gespannt, welche Kuriositäten da alle so bei euch aufgetreten sind. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video liked und natürlich shared und den Extra ETF YouTube-Kanal abonniert. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr, wenn es darum geht, Geldanlage mit ETFs perfekt und einfach umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.